Hallo und wunderschönen guten Morgen zu einem niegelnagelneuen Almost Daily. Heute nicht mit Ede oder irgendwem anderen, den ihr sonst normalerweise in dieser Position, in dieser königlichen Position hier am Ende des Tisches, die wichtigste Position an diesem Tisch übrigens, seht ihr mich selten. Ja, die anderen sind heute nicht da, deswegen darf ich. Heute geht's ums Thema Rollenspiele, Pen and Paper, alles was dazugehört. Wir haben drei, ich sag extra drei, nicht vier, kompetente Menschen hier am Start, die wissen, wie schwer es ist, eine Welt zu erschaffen, in der sich andere orientieren sollen. Mit dabei natürlich ganz klar Hauke. Wie sollte es anders sein? Du bist ja der kreative Gott hinter all unseren Pen and Paper Explosionen. Mittlerweile nur noch so 70% von allen. Stimmt, aber die Konkurrenz ist dir schon im Nacken. Du spürst den Atem, aber du bist auf jeden Fall noch führend. Noch geht's, ja. Steffen hat professionell noch gar nichts hier auf dem Sender gemacht. Korrekt, mit Pen and Paper, aber du bist privat ein großer Fan, habe ich mir sagen lassen. Genau, ich bin Spielleiter auf dem RocketSpeak, also auf unserem TeamSpeak-Server, und schreibe nebenbei für Teilzeithelden.de Rezensionen über Rollenspielprodukte. Teilzeithelden.de, da kann man also wirklich jetzt, wenn man nach dir sucht, auch Abenteuer finden. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber unser Hauptgast heute ist Nils, du bist vom Kerkerkram. Richtig. Ihr habt da jetzt gerade eine Reihe laufen, die mit erhöhtem Meeresspiegel zu tun hat. So habe ich das jetzt im Namen einfach mal entnommen. Korrekt. Wie heißt sie? Sie heißt Flutwelt. Flutwelt. Mhm. Und das ist der siebte Teil einer Reihe oder generell die siebte Folge, die ihr zu dem Thema macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Flutwelt ist einfach eine große Fantasy-Welt, in der unsere Helden gerade rumstreunern. Das sind Frank Royal, Oscar Panier und Frodo Apparat. Mit denen du das zusammen machst, du als Spieler. Richtig, ich bin der Spielleiter, das sind die Spieler. Und es soll noch ganz, ganz lange gehen. Wir wissen gar nicht, wo es endet. So. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Euch an den Tisch zu setzen von der Kamera, das ist Wahnsinn. Ne? Diese kreativen Medienleute hier. Ich mache natürlich Spaß. Auch wir haben es geklaut. Wir haben wahrscheinlich alle von denselben Quellen geklaut. Ne? Wahrscheinlich. Aber du machst das ja schon saulange. Und erzähl ruhig weiter. Lass dich von mir generell nicht irritieren. Geht einfach drüber, so wie alle anderen. Jo. Ich kann dir mal erzählen, wie es bei uns entstanden ist. Ich mache bei Loot für die Welt immer die Nachtschicht. Pen and Paper. Und das ist eine Nachtschicht? Das ist eine Nachtschicht. Das ist 2 bis 8 Uhr morgens in den meisten Fällen. Oder bis 10 Uhr morgens, je nachdem, wie lange es geht. Würdest du das machen? Mich hat schon mal jemand gefragt. Ich weiß nicht mehr, wer. Irgendwer hat auf der Gamescom mich mal für Loot für die Welt angesprochen. Ich habe gesagt, ich würde das machen. Und da war irgendwie die Rede von, das soll umziehen in irgendein größeres Ding oder so. Und dann mit mehr YouTubern und die pennen alle im Haus und so. Da habe ich gesagt, ja cool, kann ich mir gut vorstellen, würde ich machen so, für einen guten Zweck, alles cool. Und dann haben sie sich nie wieder gemeldet. Medien halt. Es war jetzt auch niemand böse, es ist halt Medien. So. Ja. Das ist halt, keine Ahnung, wenn nur 5% der Produkte, irgendwie, an denen ich arbeite, umgesetzt werden, das ist Medien. Schon ein Hammerquote. Ein guter Schnitt. Das ist eine Hammerquote. Ja. Ich meine, jetzt zurück zu dir, das sind ja absurde Zeiten. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum macht ihr das um diese Uhrzeit und wie funktioniert das? Kriegst du überhaupt Leute, die da mitspielen? Ja, die Leute zu kriegen ist immer relativ witzig, weil wir fragen einfach an, wer Bock drauf hat und dann gucken wir, wer im Endeffekt mitmacht. Im ersten Jahr waren es Felix von Future und Sola von dem League of Legends-Kreis aus Berlin, glaube ich. Ja. Und wir haben so ein sehr überzogenes Fallout gespielt, wo wir gesagt haben, alles, was in Chat reingeschrieben wird, ist Kanon. Das passiert in der Welt. Och, und nach 8 Stunden war ich gefühlte 6 Kilogramm leichter und heiser. Es war richtig hart. Krass. Wie willst du das denn machen? Du musst ja auf der einen Seite ständig gucken. Ja. Was sagt der Chat? Auf der anderen Seite musst du die Spieler bändigen, ihnen ihre Illusionen noch geben. Das ist ja das irgendwo, in unserer Welt. Ja, aber irgendwo ist doch auch mal Schluss, oder? Irgendwann kannst du gar nicht mehr multitasken. Wir haben das sehr lange durchgezogen. Aber am Ende war halt echt meine Energie richtig auf einem niedrigen Punkt. Auch bei den Spielern, weil die halt gemerkt haben, dass ich ein richtiges Tempo vorlegen muss. Dann hatten wir eine Zombie-Apokalypse, wo alle gestorben sind. Dann ging es im Totenreich weiter. Und die wollten ins Paradies kommen. Und jetzt hatten wir beim letzten Mal da kräuselt sich schon der Ideenschnurrbart von Augen, da denkt er drüber nach. Und dann hatten sprich wir ruhig weiter. Ja, dann, hatten wir Dungeon World. Dungeon World ist so eine kleine, quirlige Version von D&D. Also einfach regelleichter und viel erzählgesteuerter und Spieler bestimmen ganz, ganz viel, was in der Welt vorkommt. Mit einem riesengroßen Haufen an Menschen. Auch da war Oscar dabei, mit dem ich auch schon vorher Pen and Paper gespielt habe. Und auch Frodo, mit dem ich auch vorher Pen and Paper gespielt habe. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir euch mal Konkurrenz machen. Und wir machen jetzt eine eigene Runde auf. Ja, warum auch nicht? Ich finde, Rollenspiele leben ja auch von den Charakteren, letztendlich sowohl den virtuellen als auch den echten am Tisch. Insofern ist jede Runde je nach Charakter wieder komplett anders. Ne? Ja. Worüber würdet ihr denn, also ich bin ja jetzt der Noob,
worüber würdet ihr denn am liebsten reden? Also, weil meine Standardfragen wären jetzt natürlich so aus der Spielersicht, so wie lange braucht man, um sowas auszudenken? Welche Talente muss man haben, um sich eine Welt ausdenken zu können? Wie funktioniert das, wenn Spieler da sind? Wie bringt man die in Zaum? Was sind die wichtigsten Tipps, wenn jemand. Weil ich denke, das wären meine Fragen. Ja, ich würde auch gerne ein Abenteuer entwickeln. Mhm. Aber die schiere Masse ist wie Computer programmieren oder Internetseiten bauen oder irgendwas. Es ist so, die schiere Masse an Möglichkeiten zwingt mich schon direkt am Anfang so in die Verteidigungshaltung, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Weil ich denke, ja, aber was mache ich denn, wenn ich habe so einen schönen Weg ausgearbeitet und dann wollen die aber unbedingt auf die andere Seite der Insel. Wer hätte das gedacht? Was mache ich da? Ne? Wie finde ich Wege? Improvisiere ich dann? Und habe ich was vorbereitet? Mhm. Worüber wollt ihr reden? Was ist euer Thema, das ihr hier mit an den Tisch gebracht habt? Ich glaube so, um gleich mal einzusteeigen bei dem, was du gesagt hast, ich glaube, es ist tatsächlich so Rollenspiel, gerade Pen-Paper-Rollenspiel ist, glaube ich, auch ein Hobby, was so eine gewisse Einsteigshürde hat, was ist meistens eigentlich eine imaginäre Hürde. Und man denkt irgendwie, okay, scheiße, ich muss erstmal Leute finden, ich habe keine Ahnung, wie das geht, das sieht total kompliziert aus und jeder hat da irgendwie 5, 6, 7, 8 verschiedene Blätter, auf die er achten muss, 17 verschiedene Werte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber eigentlich ist es total easy. Mhm. Man setzt sich einfach an den Tisch und versucht einfach mit ein paar anderen Leuten, die mit am Tisch sitzen, Spaß zu haben und eine schöne Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Rollenspiel hat und warum es auch so ein bisschen in der letzten Zeit, oder warum es allgemein vielleicht noch nicht so den Mega-Hype erfahren hat, wie zum Beispiel Videospiele. Das ändert sich ja zum Glück gerade so ein bisschen. Ja. Eben auch durch Projekte wie Pen & Paper bei uns oder Pen & Paper bei euch. Aber ich glaube, an alle Leute da draußen, die irgendwie so ein bisschen Angst haben, traut euch einfach. Einfach reinwerfen lassen, einfach erstmal hinsetzen, mal ein bisschen mitspielen. Da ist, glaube ich, niemand irgendwie böse, wenn man mal was falsch macht oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es viele Runden da draußen, die Bock haben auf neue Leute. Oder? Nils, wie hast du das gemacht beim ersten Mal? Du hast ja irgendwann nochmal angefangen. Ja. Wie hast du dich überwunden? Ich wurde eingeladen. Ich wusste nicht, was es ist, weil ich dachte, es wäre ein Brettspiel. Ich wurde zu DSA eingeladen und mir wurde es wie ein Brettspiel erklärt. Ich bin vorbeigekommen, habe den ersten Abend, da war ich ganz kurz vor 13. Ach, okay. Aber ohne Scheiß, das ist das Einstiegsalter. Das ist das, das ich, ja. ich war halt mega gehuckt und von Anfang an erstmal Powergamer, weil ich dachte, das war das Ziel des Spiels. Ja, das ist wie jeder. Halt. Und Powergamer bei DSA ist auch schon, das beißt sich schon wunderbar. Und dann habe ich schnell gemerkt, so, ich mag es zu spielen, ich finde es cool, aber ich würde viel lieber leiten. Und dann habe ich mit Ende 13 angefangen zu leiten und dann angefangen, eigene Welten zu bauen, mit 16 das erste Spiel rausgebracht. Und ja. Dann, also privat, nicht kommerziell, das kommt jetzt gerade aber. Ich habe dir davon gemacht, oder ich, zumindest wenn ich mit dir dann spiele oder wenn ich mir auch die von Florentin angucke, denke ich immer, verdammt, leiten ist ja noch viel, viel, viel schwieriger als nur spielen, weil man ja sowohl die Charaktere vertont, denen Leben gibt und so. Also Dinge, womit man als Spieler für seinen Charakter beschäftigt ist, muss man dann plötzlich für 1000 Charaktere machen und unterschiedlich und sich deren Akzente merken und dann auch hin und her wechseln. Alter Fall, hätte ich ja keinen Bock drauf. Also wie würdest du das jetzt beschreiben, als jemand, der es ja auch schon häufig gemacht hat? Ist das was du on the fly machst oder ist das, braucht man da ein Talent für? Sollte man das lernen vorher? Sollte man sich vielleicht Gedanken machen oder auch nicht zu viele Gedanken? Das ist halt so eine spannende Frage, weil genau der Frage, also ich mache mit bei dem How to be a Hero Projekt, wo wir halt sagen, hey, wir machen ein super simples Regelwerk, das ist Open Source, jeder darf da mitmachen und so. Und da ist das genau die Frage. Wie bringt man jemanden dazu, dass er Spielleiter wird? So. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dir. Die meisten Leute, die Spielleiter sein wollen, sitzen irgendwann in so einer Runde und merken, eigentlich würde ich das lieber selber machen. So. Also nicht, weil man denkt, der andere kann das nicht. Ja, doch so ein bisschen. Man denkt, ich könnte das besser. So. Man sitzt dann und denkt, oh nee, ey, lass mal mich. So. Und dann macht man das erste Mal. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich die Charaktere nicht alle vorbereite. Also das mache ich auch so ein bisschen davon abhängig, wie die Gruppe agiert, ob der Charakter, mit dem sie jetzt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel im letzten Morriton Manor war diese Madame Gogol, war nicht zwangsläufig ein lustiger Charakter. Ich habe nur gemerkt, okay, ihr seid gerade irgendwie so ein bisschen sehr ernst, geht der Story viel zu straight hinterher und so, jetzt sollte mal ein lustiger Charakter kommen. Und dann gibt's halt im Kopf zwei Varianten. Es gibt halt so eine verbissene, bisschen verschrobene Dame, die nicht so Bock auf eure Interaktion hat und eine Irre. So. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja. Es ist auch ganz lustig, in den ersten Staffeln weiß ich, habe ich immer gedacht, ich muss mindestens 2, 3 Bier-Intros haben, sonst kriege ich die Charaktere nicht so hin, dass die lustig sind. So, weil ich weiß noch, ihr habt irgendwie ganz am Anfang, haben die mal so einen Händler getroffen, so, und der war halt am Anfang schon ein bisschen komisch, aber mit 2, 3 Bier wurde der dann echt, konnte er kaum noch reden eigentlich, so. Hat man eigentlich nichts mehr verstanden. Und das kommt ja auch gut an. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man als Spielleiter rausfinden muss. Und darum bin ich immer so ein Freund davon, mit Leuten zu spielen, die man schon kennt und vor allem, die man mag. Also es ist immer sehr schwierig zu sagen, wir holen jetzt einfach jemanden an den Tisch dazu. Also ich kriege so oft Anfragen, so hast du nicht Bock, bei uns mal herzukommen und mitzuspielen? Und ich immer so, ich kenne euch halt alle nicht. So, also nicht mal, weil ich keinen Bock auf euch habe, sondern ich setze mich in eine Runde von Fremden
und muss auf einmal nicht nur eine Rolle verkörpern, sondern soll auch noch einschätzen, was die lustig finden, was die nicht lustig finden. Dann sind die vielleicht auch noch, wie du meinst, Powerplayer und nehmen das super ernst so. Und ich nehme Rollenspiel halt nicht super ernst. Für mich ist das halt ein Hobby und Spaß so. Und wenn es keinen Spaß macht, ist es kein Hobby mehr so richtig, sondern dann ist es halt ein zweiter Job. Und ich finde das total legitim, wenn man so ist, ja. Also mein Tipp für Anfänger wäre, glaube ich, merk halt selber, ob du darauf Bock hast, Spielleiter zu sein. Also am Anfang, der Einstieg für die meisten ist ja, man kommt in eine Runde, wo jemand anders das macht. Und wenn man merkt, was der da macht, finde ich ganz cool und ich würde das lieber machen oder anders machen, dann ist das was für einen. Also um mal aus der Spielerperspektive zu antworten, ich denke auf gar keinen Fall, dass ich irgendwas besser könnte. Im Gegenteil, ich meine, es ist aus meiner Sicht eher anspruchsvoller, aber ich mag die Idee, die Vorstellung, die Möglichkeit, dass man die Geschicke bestimmen kann, dass du eben auch, wenn dir dann in Ede mit einer dummen Idee kommt, dass du dann halt auch ihm so eine Watsche geben kannst, ne? Dass du halt nicht gezwungen bist, wie ich als Spieler, immer cool zu kooperieren, sondern dass du eben auch antworten kannst. Ja, das ist auch deine Art. Job, aber einen trifft halt der Hass der Spieler so. Ne? Jedes Mal, wenn was schief geht, das merkst du bei dir selber auch so. Der erste Impuls ist immer, der Typ, das ist das Arschloch. Wegen dem klappt das nicht. Ja. So, ja. Weißt du, man sagt irgendwie, ich möchte dieses Streichholz nehmen und damit das Auto hochstemmen. So. Und du sagst dann, ja, es bricht halt. Ja, okay, aber zum Beispiel einen Sonnenstuhl aus Leichen machen, die gerade kurz vor der Leichenstarre sind. Es ist möglich, es ist denkbar, es wurde garantiert schon gemacht in der Geschichte der Leichen. So, why not? Das stimmt. Es ist aber das hast du mich ja auch erstmal durchgehen lassen. Genau, das habe ich dir durchgehen lassen. Ja. Das ist halt manchmal der schmale Grat, weil oft ist ja auch, dahinter steht halt ein weiterer Gedanke. So. Also es gibt halt Spieler, die sind einfach, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch war, das erste Mal, wenn man spielt, ist man immer so destruktiv, wie es nur geht. Also ich in meiner ersten DSA-Runde bin ich sofort auf den Dorfplatz gegangen, habe meine Hose runtergerissen und dahin geschissen. Weil ich halt dachte, okay, einfach was geht. Come at me, Bro. Ja. So, einfach mal gucken, was die Welt kann. So, und so ähnlich sind Schmorfs leicht verschwundene Hosen. Man möchte halt einmal sehen, okay, was macht die Welt damit? Ist halt destruktiv eingestellt. So. Und das ist halt auch was Cooles. Was sind eure Erfahrungen mit Spielern? Es gibt ja immer so ein bisschen auch verschiedene Gruppendynamiken innerhalb diesen Gruppen. Das heißt, es gibt zum Beispiel, wie du sagst, halt ein paar Leute, die vielleicht irgendwie eher sagen, okay, ich spiele aktiv gegen den Spielleiter, weil es mein Verständnis ist. Der Spielleiter, Regelbuch. Und der Spielleiter verkörpert ja die Feinde. Das heißt, ich spiele irgendwie als Spieler gegen ihn, versuche irgendwie möglichst Regellücken auszunutzen und so weiter. Und es gibt halt auch die Leute, die sagen, für die Leute muss man am besten sehr, sehr regelfest sein, für die muss man auch in gewisser Weise ein bisschen durchsetzungsfähig sein, da muss man ein bisschen Dickkopf haben, muss sagen können, okay, hier muss den aber auch so ein bisschen zumindest nachgeben, damit die auch zufrieden sind. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die total kooperativ sind, die sagen, ey Spielleiter, wir wollen mit dir zusammen eine coole Geschichte erzählen, gib uns einfach nur eine Spielwelt und wir machen alles drumherum. Das sind natürlich für den Spielleiter die angenehmsten Spieler. Ja. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, man muss einfach den Weg finden und die Leute finden, mit denen man Bock hat und mit denen es aber Spaß macht. Weil wenn man selbst so ein Regel-Cruncher ist, der am liebsten so jede Regel auswendig kennt und Bock hat, so Regeln aufs Genaueste zu analysieren, der wird einfach mit Leuten, die nur auf dem Dorfplatz stehen und am liebsten mit Händlern reden, keinen Spaß haben. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Gruppendynamik, die sich da eben aufbauen muss nach der Zeit. Für die Regelleute, kauft euch Shadowrun. Ja. Oh ja. Kauft gerade euch gespielt. Auf jeden Fall Shadowrun und sucht euch Leute, die Shadowrun gerne spielen. Das sind eure Richtig. Freunde, die haben Bock. Richtig. Ja. Den ganzen Abend über zwei Regeln diskutieren, da geht's los. Oder halt DSA 4.1 oder DSA 4. Schön. 20 verschiedene schön Hefte für eine Regel. Schön diskutieren, wie viel Kilo noch in meinen Beutel passen. Ja, richtig, richtig. Alter. Was möchtest du dazu sagen, Nils? Hast du einen Lieblingsspielertypen zum Beispiel? Ich mag alle Spielertypen gerne. Ich glaube, man muss sich einfach verständigen, worauf man Bock hat. Mhm. Und anstatt jetzt einfach zu sagen, dass ich eure Antworten unterstütze, ich habe mit drei Freunden von mir gespielt. Das war noch DSA 3.5, da war ich 15 oder 16. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, so, es gibt keine magischen Artefakte in der Welt. So, das passt nicht in die Story, das machen wir nicht. Und die wollten halt unbedingt einen haben. Und wir haben so lange diskutiert, bis ich ihnen einen magischen Dolch gegeben habe, der einen Schaden mehr macht gegen Adlige in einem Moor bei Vollmond. Und die komplette Story war in dem Moment dahin, weil sie haben Adligen entführt. Affinität. Zwei Wochen lang sind sie durch Aventurien gereist, haben 16 Abende in einem Moor gecampt, um diesen Typen einmal zu pieken. Und das war dann der Moment, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir müssen mal quatschen. So, wie können wir das so machen, dass ihr alle Bock drauf habt? Mhm. Also es waren zwei Real-Life-Abende. Und ich glaube, man kann mit allen Typen richtig viel Spaß haben. Also von Powergamern, die alle darauf Bock haben, so D&D oder Numenera oder Shadowrun, bis hin zu den Leuten, die halt sagen, so, ist uns komplett egal, wir wollen nur Story, wir spielen jetzt keine Ahnung, Ratten, Los Muertos oder ein kleines anderes Indie-Spiel. Und solange man sich verständigt und alle Bock drauf haben, kann sämtliche Art von Spiel richtig, richtig toll werden. Das glaube ich auch. Ja. Also es ist halt immer auf den ersten, weil im ersten Impuls wäre meine Antwort auch Powergamer, das ist das Anstrengendste, was es gibt. So, Leute, die halt Nils. Richtig das Regelbuch. Ja, Nils ist ja so, der ist halt
ein bisschen ein Troll. Das ist nicht so ein richtiger Power-Gamer, weil den interessieren die Regeln nicht. Der will nur irgendwas bauen, wo ich sage, oh nee, ey. Aber Power-Gamer, ich hatte halt in meiner ersten DSA-Runde auch einen dabei, das ist immer die Person, der du sagst, okay, über 15 Stärke schaffst du nicht. Alles klar. Und das Regelbuch liegt auf dem Tisch und der Typ ist 2,5 Stunden in der Charaktererstellung und ist dann irgendwie ein bergbauender Waisenjunge aus dem Holzfällerlager, da ist er aufgewachsen so. Also er findet dann alles so, der jetzt halber Söldner ist und nebenbei zufällig noch harte Haut hat, weil er mit Orkblut getränkt wurde. Der klassische Nachteil, Vorteile gegen Trolle. Was ist denn ein Vorteil? Ja, dass sie groß sind. Toll. Hat damit irgendwie ganz viele verschiedene Generierungspunkte bekommen, damit er dann noch irgendwie sich einen Vorteil kaufen kann. Der Klassiker. Und daher waren nämlich auch diese Nachteile. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war in Tears noch voll, dass ihr am Anfang euch auch Nachteile aussucht. Und ich fand die Idee von Nachteilen immer geil. Aber auch ein bisschen gefährlich, weil das machen eine Powerplay. Bei uns war immer der Klassiker, Unfähigkeit, Talent, vergiftete Wurfwaffen oder sowas. So, ja, genau. Wo du halt denkst, so, das kommt eh nicht vor. Haha, ich bin so raffiniert. So. Deswegen ambivalente Vor- und Nachteile sind super toll. Sowas, wenn du zum Beispiel sagst, dein Charakter ist groß und wenn du jemanden erwischen willst, der weit von dir weg ist, bringt dir großen Vorteil, aber wenn du in einem kleinen Gang bist, bringt dir es einen Nachteil. Ja. Und dann am besten noch mit einem Token-System, das heißt, man hat Münzen oder Steinchen oder was auch immer zu der Welt passt, vielleicht Fake-Kugeln bei Shadowrun, Vorsicht, die man halt immer eintauschen und wegnehmen kann, weil so hat jeder Vorteil, den du auswählst, musst du denken, hey, wann kommt der mal vor und wann kommt der mal nicht vor, weil sonst mein Token-System nicht funktioniert. So, das muss ja irgendwie im Rollen bleiben. Das ist eine gute Idee, dass man halt sagt, okay, das rockt. Also es ist ein absoluter Favorite von mir. Immer wenn ich Spiele bastel, versuche ich das irgendwie einzubringen, damit man sagen kann, man muss was nehmen, was Spaß macht, worauf man selber auch Bock hat halt und was man sowohl positiv als auch negativ besetzen kann. Und das ist richtig, richtig gut. Also ich finde halt immer so spannend auch, also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, weil ihr auch so auf DSA erwähnt habt. Damit habe ich auch mal angefangen. Also das schwarze Auge für alle, die jetzt nicht wissen, was wir gerade sagen quasi. Und das ist so das Einsteiger-Ding. Und damit habe ich auch Spaß gehabt. Aber es kam bei mir auch der Punkt bei DSA, wo es mir zu viele Regeln waren. DSA ist halt so ein Regelbuch so. Und das schmökert man sich dann in den ersten 3 Tagen mal rein. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute, auch nicht DSA an sich, aber solche Regelhefte, warum so viele Leute denken, ja, das Hobby an sich ist mir zu kompliziert. Weil das ist halt wie ein Videospielen oder sich alles auswendig wissen muss. Ja. Jeden Multiplikator so. Also wenn ich eine Waffe abfeuere, dann muss ich wissen, warum die 4-Punkt kritisch ist und warum die 21 Schaden macht und warum mein Stärkemultiplikator noch eingetragen wird. Da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Da sind wir jetzt schon sehr bei den Rechenarten und Rechenformen, die wir brauchen, um den krassen Steinwurf von Schmorf zum Beispiel auszubam, voll auf den Kopf. Der Kopf ist, weißt du noch, wie das war? Weißt du noch, wie er geworfen hat, Schmorf? Das war unfassbar gut. Wurfglück, wortwörtlich. Jetzt machen wir kurz Werbung. Gleich geht's dann weiter. Und dann sprechen wir unter anderem auch noch mal über die, ja, wie eine Geschichte aufgebaut sein muss, wo man sich da orientiert, wo man sich vielleicht Hilfe holen kann und wie man vor allen Dingen im Kleinen anfängt. Weil das interessiert mich. Wie kann ich sobald ich Freunde gefunden habe, wie kann ich mit denen mal eine Runde spielen? Das alles und noch viel mehr jetzt gleich nach der Werbung. Waka waka, wieder hier bei Almost Daily. Ich habe es eben angekündigt, ich würde gerne eine Frage stellen, die auch für mich persönlich relevant ist, weil ich eben auch gerne irgendwann mein Abenteuer schreiben will. Was ist die kleinste denkbare Form eines Abenteuers? Du hast ja ganz gut schon angefangen mit diesen Mini-Abenteuern, die mir persönlich auch deutlich besser liegen als ein 3-abendlanges Bierz. Es ist für mich persönlich, ich habe irgendwann die geistige Kondition nicht mehr. Können wir gleich auch nochmal drüber hin, was bei mir so ähnlich. Nach 3-4 Teilen war bei mir immer das Interesse weg und ich dachte so, ey, die Geschichte ist erzählt, so muss ich jetzt noch weitergehen. Und das ist genau der Punkt, da sind wir ja bei dem Problem. Ein guter Film hat seine, sag ich mal, 3 Akte jetzt, einfach ein Standard-Akte-System, ja, sagen wir mal 3 Akte und dann kommt der zweite Film, braucht dann schon wieder irgendwie eine andere Story, damit dieses Aktsystem funktioniert, weil der Charakter muss sich ja weiterentwickeln, er muss was lernen und. Es muss ja auch spannend bleiben und wenn du jetzt sagst, 3-4 Teile Beards, das sind ja wie viele Stunden? 10 Stunden. Wenn du sagst, du spielst von 2 bis, du hast sogar 10 gesagt im Vorgespräch, also 8 Stunden. Wie hält man eine Geschichte zusammen über so einen langen Zeitraum, über mehrere Teile und bleibt trotzdem innerhalb dieser gelernten, sag ich mal, Erzählstruktur? Was dabei super hilft, ist, dass man viele Fragen an die Spieler stellt. Zum Beispiel, wenn man schon bei der Charaktergeneration anfängt und noch keine richtig feste Welt hat. Also Flutwelt, was wir hier spielen, ist eine feste Welt, weil die ja nach unserem Kanon entsteht. Wenn Oscar sagt, alle Halblinge dieser Welt machen XY, alle Halblinge dieser Welt sind dies und das. Die haben bestimmte Eigenschaften, dann nehmen wir das in die Welt auf. Und so kann man als Spielleiter immer weiter fragen, weil man dann schon herausfindet, was die Spieler eigentlich möchten. Wenn jetzt ein Zwerg sagt, alle Zwerge haben Bärte aus Kupfer und Feuerhaar, dann sagt man, geil.
das ist eine geile Welt, das passt dann irgendwie rein. Und da ich jetzt mal immer Fragen stellt, kommt man dem ein bisschen näher, was die Spiele eigentlich wollen. Ob die jetzt so eine krasse Fantastik wollen oder ein bisschen mehr Realismus. Also bei dir dürfen die Spieler, hör jetzt mal ruhig ein bisschen zu, Hauke, bei dir dürfen die Spieler also über die Welt mitentscheiden. Ja. Also fast immer. Das ist aber, das geht also auch? Das ist bei mir jetzt auch so gewesen. Je nach Spiel. Also was man halt gerade spielt. So bei kleinen One-Shots, wo das halt irgendwie nicht ganz passt, oder bei mehr brettspieligen Dingern, da muss ich sagen, okay, da gibt es jetzt nicht so viel Sinn, wenn es außerhalb vom RPG-Mantel ist. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, da ist jetzt ein riesiger Berg direkt neben dem Dorf, und muss sagen, nee, das geht jetzt gerade von der Geschichte her nicht. Oder es geht von dem Sinn her nicht. Ja. Dann muss ich da ein bisschen gegensteuern, aber es ist selten der Fall. Und meistens möchte ich, dass die Spieler dann einfach so viel selber Sachen einbringen wie möglich. Entweder bei vordefinierten Welten wie Shadowrun, DSA, Numenera, hast du nicht gesehen. Dann immer gerne zum Hintergrund des Charakters, weil man dann eine relativ kohärente Welt, die sich schon alle vorstellen können. Und wenn es eine freie Welt ist wie Dungeon World und die ganzen anderen Systeme, Ryutama, wo die Spieler einfach sagen, hey, da gibt es dieses Dorf, wo ich herkomme, da sind alle ganz besonders gute Holzarbeiter und das finden sie cool und das transportieren sie in die Welt und können sie ruhig mehr bestimmen. Und dann weiß man selber, was man damit anfangen kann. So, man hat was an der Hand, ja, wo Spieler auch eine Verbindung zu haben. Wenn du einen NPC erschaffst und sagst, hey, den finde ich richtig cool, und du bringst ihn als Meister ein, dann weiß der Spieler, er ist einmal gewertschätzt, so seine Idee hat genau die gleiche Wertung wie deine. Und er ist halt noch ein bisschen mehr ins Spiel geholt, weil er jetzt mit dieser Person, die er erstellt hat, interagieren kann. Und die Leute freuen sich natürlich auch viel mehr und haben auch gleich eine Hilfestellung, um mehr über ihren eigenen Charakter rauszufinden. Weil wenn du in der Charaktererstellung zum Beispiel schon fragst, das sind so Sachen, über die sich vielleicht manche Leute keine Gedanken machen. Sowas wie, hey, hattest du vielleicht einen Mentor früher in deiner Kindheit? Dann fängt der Spieler an, okay, hatte ich einen Mentor? Und wenn ja, dann baut er für dich quasi einmal diese Figur. Mhm. Und wenn du dann später diese Figur wieder rausholst, dann freut er sich total und weiß, hey, das ist mein Beitrag zu dieser Spielwelt. Ja. Und das bringt eine ganz andere Dimension für die Spieler halt auch in die Spielwelt und eine ganz andere Verknüpfung miteinander. Und hilft dir auch noch bei der Vorarbeit. Jetzt guckst du schon zu mir rüber. Das Problem bei... Also, nein, ich lache, weil ich an Schmorfs Vater denke. Ja, es sind so... Stimmt, ja, der hat auch... Das Besenwesen war auch so, dass er da eine Rolle... Oder Pavian Döhler, der nie als Figur gedacht war. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Nein, ich bin ja auch im Herz... Ich finde, dass du das gut machst. Und du bist ein sehr guter Dompteur. Ich weiß ja, wie das ist. Ne, hier an dem Tisch dann irgendwie bei einem Pen and Paper die Oberhand zu behalten. Ne, insofern. Ja, das ist bei uns halt das Spannende, also das Besondere ist ja auch immer, was ich so oft Leuten sage, weil ich weiß noch, kannst du dich erinnern, als die Kollegen von Arte Tracks hier waren? Ja. Weißt du, so lustig, das hatten die leider nicht drin, haben die mich gefragt, also haben die mir erzählt, dass sie auf einer Messe waren und zu diesem Format gefragt haben. Und ich habe halt jede Antwort predicted, die in diesem Beitrag war. Wirklich fast aufs Wort. So, weil ich genau weiß, dass Leute, die viel Rollenspiele spielen, natürlich die Fehlerchen oder die Fehler in unserem Format sehen. Und die sind natürlich dem geschuldet, dass das eine Show ist. Ich bin TV-Redakteur. Jedes unserer Abenteuer war von Anfang an so ausgerichtet, dass das einen sinnvollen Spannungsbogen hat. So klar, das ist nicht die knallharte 30-Minuten-Regel, aber so ein bisschen schon. So. Unsere ersten Abenteuer hatten einen Ablauf, wie ein Fernsehbeitrag. Da waren Punkte ganz normal mit Farben markiert und so. Und das war unterteilt in redelastig, in actionlastig, in interaktionslastig und so. Wichtig ist, dass wir es nicht wissen. Dass wir als Spieler nichts wissen, aber natürlich der komplette Team weiß Bescheid und hat im Grunde den Ablauf. Das ist halt das Spannende. Es ist halt wie eine TV-Show machen, nur dass die Moderatoren den Ablauf nicht kennen. So, es sind halt die Einzigen, die da sitzen und überhaupt nicht wissen, was sie erwartet. So. Und das ist ja das, was bei uns so besonders ist. Warum ich dann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn Nils sagt, nee, meine Ratte kann alles. So, wenn ich der sage, kannst du das Auto kurz schließen, dann krabbelt die da rein und schließt das Auto kurz. So, und dann muss ich halt sagen, das wird dich halt dazu bringen, dass du in jeder Möglichkeit, genau was ihr halt gesagt habt, wirst du versuchen, diese Fähigkeit einzusetzen. Ja. Und das nervt. Ich will eine Geschichte erzählen. So. Und die Geschichte ist für die Zuschauer da draußen. Und wenn du mich davon abhältst, diese Geschichte weiter zu erzählen oder sie gemeinsam zu erzählen, dann ist das nicht gut für unseren Spannungsbogen. So. Und deswegen muss ich das verbieten. Weil ich sitze da auch oft und höre von euch eine Idee, wo ich denke, ja, das ist halt mega cool. Und ich versuche das auch immer mehr zuzulassen, aber das nervt. So, das bringt uns nicht weiter. Ich weiß noch, in unserer allerersten Runde, wo die auch nie gesendet wurde, hatte ich diese Idee für diesen magischen Beutel, wo ich immer reingreifen konnte, immer irgendwas rausziehen. Das war eine richtig gute Idee. Ich habe ganz oft reingegriffen und irgendeinen Schrott bekommen. Ich meine, natürlich, klar. Das war auch der Deal. Du hast gesagt, der Beutel, da ist immer irgendwas Zufälliges drin und manchmal ist es Schrott und manchmal nicht. Es war halt eigentlich immer Schrott. Es war nur Schrott, Ich weiß auch nicht mehr, was. Ja, aber mit sowas muss man natürlich umgehen. Ja, ja. Ich meine, schön ist es, wie zum Beispiel das Monokel bei Morton Manor, wo ich vor kurzem den Zuschauer getroffen habe, hier beim Garden Sale, der dir das geschickt hat. Und das hast du ja wirklich, wir haben das geschickt bekommen, du hast es dann noch das lag ja an dem Abend in kürzester Zeit eingebaut. Cool. Ja, und es wurde zu so einem Röntgenglas. Und das bewundere ich immer bei euch allen, bei euch Spielleitern, dass ihr solche Dinge, der Kopf ist eh schon voll,
und ihr habt einen Plan und wollt irgendwo hin und dann kommt noch jemand mit irgendeiner Idee und dann baut ihr die auch noch ein. Das lässt mich dann oft daran zweifeln, dass es nicht doch ein bestimmter Menschenschlag ist, der Spielleiter wird. Ich glaube, es gibt ein paar Spiele mit einer unfassbar niedrigen Einstiegshürde, wie zum Beispiel Sachen, die eher Tischtheater sind, wie zum Beispiel For Zoes, da spielt man zusammen Shakespeare-Stück nach, das so täuschend echt wird, dass ein Laie, kann ich euch garantieren, nicht unterscheiden kann zwischen einem Shakespeare-Stück und das, was ihr gespielt habt, wenn ihr es ordentlich niederschreibt. Da hat man keine Würfel, da stellt man nur Charaktere dar, also es ist nur Rollenspiel und am Ende gibt es halt immer Applaus für den, der das Beste, Sinnvollste, Coolste, Witzigste gemacht hat. Es gibt zwei Raben und einen Haufen voll Leichen, das auch eher so ein Erzählspiel ist, wo man halt zwei Leute erzählen eine Geschichte gegeneinander, die anderen beiden sind Raben und die müssen dann entscheiden, wer die bessere Geschichte erzählt und stellen mal Fragen. Und so hat man halt überhaupt kein Regelbuch. Das beides passt maximal auf eine DIN A4-Seite. Oder Dread mit so einem Jenga-Turm, wo man sehr, sehr flippige, aufgefahrene Horrorgeschichte erzählt. Und da sind die Einstiege so niedrig, auch als Game Master, weil einem so viel Arbeit abgenommen wird, weil sich die Situation immer von selbst ergeben. So und das Holy Trinity, so D&D, also Dungeons and Dragons, Cthulhu und Shadowrun sind halt alles so die drei bekanntesten Monster, aber das sind halt auch richtig monströse Regelwerke, die halt nicht wirklich einsteigerfreundlich sind. Also ich meine, Cthulhu mag. Also ich für mich von den dreien Cthulhu dasjenige, wo ich noch am ehesten sage, das kann man auch als Laie spielen. Weil letztlich ist da vor dir liegt ein Charakterbogen, der ist unserem sehr ähnlich. Ja. Und du würdest mit minimaler Erfahrung, würdest ihn verstehen. Du würdest ihn da liegen sehen und raffen, was passiert da ungefähr und was muss ich machen. Bei Shadowrun ist es ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Wenn du dann auch noch DSA hast, wo du dann irgendwie drei W20 würfelst, W20 ist schon so ein Punkt, wo du schon denkst, so als, eigentlich als Anfängerspieler so, hä? Mhm. Was ist denn ein W20-Würfel? Und bei Cthulhu hast du einfach Prozentwerte. Und das versteht man halt. Okay, meine Chance, jetzt diese Probe zu schaffen, ist halt 60%, weil mein Wert ist halt 60. Wobei da so spannend ist, das greift so ein bisschen in dieses Tiers-Beards. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gesehen hast. Ja. Da haben wir ja noch mit dem Regelwerk mit den W20 und den drei Würfen gespielt. Mhm. Das Gute daran, finde ich, ist, das war halt meine Intention. Ihr wart alle Anfänger und ich wollte was bauen, das unverskillbar ist. Es sollte unmöglich sein, einen Charakter zu bauen, der nicht funktioniert. Und es war unmöglich. In dem Regelwerk ist das unmöglich. Du kannst nicht nutzlos sein. Das geht einfach nicht. Dafür gibt das Spiel dir zu viele Boni. Da ist es ja so, in der Charaktererstellung setzt dich hin und sagst, ich bin Kfz-Mechaniker. Damit ist dein Charakter schon zur Hälfte fertig. So. Dann kriegst du halt Boni auf bestimmte Gruppen und so. Und du kannst die eh nicht falsch verteilen. Wenn du die irgendwie in diese Gruppe knallst, dann haut das ungefähr hin. So. Also ich meine, ihr hattet auch teilweise Charaktere, die funktionierten so halb. Aber sie waren halt irgendwie trotzdem sowas. Selbst Nils, der halt gesagt hat, ich bin Bogenschütze. Ich hau alles in Bogenschießen, hat nie einen Bogen gefunden. War noch zu was zu gebrauchen. So. Mit dem konnte man trotzdem noch spielen. Ja, er hätte da jetzt eine andere Meinung. Und das finde ich bei DSA zum Beispiel noch gut. So. Also ich finde das System mit den Würfeln mittlerweile auch nicht mehr geil. Aber es ist halt für Anfänger cool, dass man nichts falsch machen kann. Und würfeln macht halt Bock. Ja. Und das ist halt cool. Man würfelt sau viel bei DSA und denkt die ganze Zeit, Hammer, ich bin richtig gut. Und die Welt stellt sich immer auf den Spieler ein. Das heißt, es ist ja kein MMORPG, wo es darum geht, den meisten Schaden zu machen, am meisten zu tanken, am meisten zu heilen, sondern einfach einen runden, coolen Charakter zu haben. Das heißt, wenn man einen stärkeren Charakter baut oder einen schlechteren Charakter, packt der Meister auch meistens, wenn man das richtig macht, halt Bedrohungen und Gefahren entgegen, die ein Spieler am besten verlösen kann. So, wir haben in unserer Gruppe haben wir einen Dieb, einen Piraten und einen Krieger. Wenn ich denen jetzt ein magisches Problem entgegenstelle, so ein magisches Rätsel, dass die Charaktere nicht lösen können, finde ich das aus meiner Seite kacke, weil dann sage ich, ja, das könnt ihr nicht lösen. Ihr seid jetzt aber da und das ist eine schöne Seite, aber ihr könnt nichts machen. Ja. Und man möchte ja auch, dass die Spieler ein Spotlight haben. So, ich möchte, dass der Dieb ein Schloss knallen kann. Ich möchte, dass der Pirat ein Schiff fahren kann und dass der Krieger irgendwas Kriegermäßiges machen kann. Irgendjemand auf die Fresse hauen oder so. Ja, das ist halt, man denkt manchmal als Spieler, dass die Absicht eines Spielleiters ist, es einem möglichst schwer zu machen. Aber eigentlich will man das genau Gegenteil. Man will, dass man eine richtig geile Geschichte erlebt. So, also meine erste Intention ist immer, dass ihr Spaß habt. Weil wenn ihr Spaß habt, wird das Format unterhaltsam und dann wird es auch eine gute Runde. Und das merkt man halt auch total krass. Also alle Abende, bei denen ich im Nachhinein sagen würde, die sind nicht meine besten Abende gewesen oder unsere besten Abende so. Ich sage jetzt meine, weil von meiner Leistung her sind die Abende, an denen ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht geschafft, dass ihr in die Welt kommt. So, wo halt, weil du eben gesagt hast, was ist das Wichtigste an so einer Story? Für mich halt die Motivation. Das mag jeder anders sehen, aber jeder Abend, an dem die Motivation nicht zu 100% klar ist, ist schwierig. Das war jetzt zum Beispiel bei 1648, die letzte Runde, die wir in der Kirchenkooperation gemacht haben, ganz stark, da habe ich ja damit gespielt, dass die Motivation falsch war. Die war entgegen aller Charaktere. Sie mussten böse sein, obwohl sie nicht wollten. Niemand von denen war so richtig böse. Ich habe sie halt gezwungen, böse zu sein. Und für die Spieler war das ein sehr frustrierendes Erlebnis. Es war halt so, sie mussten was spielen, dass sie eigentlich keine nicht wollten und so. Sie wollten gar nicht so richtig böse sein, aber sie mussten halt. Und am Ende wurden sie auch noch dafür bestraft, dass sie böse sind, obwohl sie es ja nicht wollten. Und das war halt das erste Mal, dass ich damit gespielt habe. Und da würde ich nämlich auch sagen, das ist nicht die beste Runde, die wir bisher gemacht haben, nicht die schwächste, aber schon im unteren Viertel, so würde ich sagen. Also ich fand den Abend nicht schlecht. Der war technisch cool, hat alles gut funktioniert. Aber ich bin da rausgegangen mit dem Gefühl, wir haben schon bessere Runden gemacht.
weil eben dieses Experiment zu mutig war vielleicht. Also ich weiß nicht, was liegt bei euch das, immer der Hauptpunkt an der Geschichte ist, aber... Naja, ich wollte erstmal euch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Vielleicht, also um eine Gegenfrage zu stellen, denkt ihr denn, dass es die einzige Herausforderung oder die Anforderung eines Spielleiters ist, die Spieler zu bespaßen? Weil, also für mich ist es immer eigentlich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also für mich ist die Anforderung eigentlich sowohl an die Spieler als auch an den Spielleiter, dass die gemeinsam irgendwie Spaß haben und für alle halt was Schönes bauen. Weil auch der Spielleiter soll ja Spaß haben. Der soll nicht da sitzen, soll sich total in die Ecke gedrängt fühlen, soll danach nie wieder Bock haben, ein Spiel zu leiten, sondern es soll eigentlich soll es halt für alle Seiten Spaß machen. Das ist jetzt vielleicht, also na klar, so Sachen, die halt irgendwie auf YouTube funktionieren oder die halt auf dem Sender stattfinden, sind noch ein bisschen ausgenommen davon, weil sie eben nicht unbedingt hundertprozentig einem klassischen Rollenspiel entsprechen, sondern halt mehr Show sind, wie du auch schon gesagt hast. Aber im klassischen Rollenspiel finde ich persönlich das eigentlich immer so. Man sollte sich nicht als Spieler hinsetzen und sagen, hier Spieler, da bespaß mich mal, sondern man ist eigentlich genauso in der Rolle zu sagen, okay, ich muss auch irgendwie versuchen, das für den Spieler so angenehm wie möglich zu machen. Ich sollte der Welt was zurückgeben, genau, zumindest, ja. Wobei ich das auch bei unseren Runden sagen muss. Die Lust, also die besten Gags, die einprägsamsten Situationen entstehen immer aus eurer kreativen Energie, weil die Welt da ist und ihr diese Welt halt mitformt. Und manchmal im Detail, also manchmal kleinteilig, manchmal in großen Schritten so, aber es sagt ja nachher niemand über so ein Pen and Paper, wisst ihr noch, diese eine Situation, in die reingeworfen wurden, sondern es ist immer die Lösung der Situation, die ihr entworfen habt, die lustig ist. Also es ist immer lustig, dass du eine Knarre ziehst und auf einen Polizisten schießt, ja, nicht, dass da ein Polizist kommt. Aha! Also, ja. Haha! Und das ist halt lustig. Dazu möchte ich sagen, weil es immer wieder gerne falsch interpretiert wird, ich habe bestimmt 10 Minuten sitze ich da und habe die Hand schon an der Waffe und ich dachte, okay, jeder hat mitgekriegt, was hier gleich passieren wird. Und trotzdem habe ich alle überrascht. Das hat mich am meisten überrascht. Aber siehst du, und so entstehen halt Situationen, die im Nachhinein halt eine Geschichte erzählen, die gar nicht erzählt werden sollte. So, also das war nicht fester Teil meiner Vision dieser Geschichte. Also bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass man, wie frage ich das jetzt? Auf welche Art unterscheiden sich Spiele, die man mit Leuten privat spielt und Spiele, die man für die Kamera spielt? Ich glaube ganz stark, dass jedes Spiel, das man spielt, eine bestimmte Intention hat. Das heißt, dass ich ja nicht eine Privatrunde spiele und mir denke, hey, ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Mhm. Aber das ist vielleicht für die Masse nicht geschaffen. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, endlose Diskussion über Werte zum Beispiel. Ich will ja auch. Wenn die Powergamer darauf Bock haben, das ist cool. Oder einen Abend lang an seiner Schmiede bauen. Wenn du schnell ein abgefahrenes Spiel haben möchtest, bei dem die Zuschauer drin eingesogen werden, muss dein Spiel und auch dein Spielstil einfach eine andere Intention haben. Mhm. Ich bin jetzt gerade am Basteln zum Beispiel von 2 Spielen, wo ich weiß, ein Spiel wird über den Stream richtig rocken, da freuen sich die Leute schon drauf. Und das andere Spiel ist halt für sich zu Hause privat. Weil das eine sind zeitreisende T-Rexe auf einer japanischen Mädchenschule. So, das wird rocken. Die Leute haben gesagt, dass sie Bock drauf haben. Das ist sehr chaotisch. Und man kann passende Kostüme tragen. Und das andere Spiel ist 3 Goblins in der Stadt. Das ist auch cool. Aber dazu muss man halt Bock haben und sich so ein bisschen die Regeln einfuchsen. Und dann muss man wieder gucken, wenn ich das jetzt wirklich als Show aufziehen will, wie treu bleibe ich dann diesem System an sich? Genauso, wenn man Torchbearer spielt, das ist so ein richtig, richtig alter Dungeon-Crawler-Klon. Also so richtig Hardcore-Regeln, so richtig schwerfällig. Das geht ja mit deinen ganzen Apps, aber ich möchte nicht online spielen. Das finde ich irgendwie, an einem Tisch ist immer schöner. So. Mhm. Da muss man gucken, wie man das umwandelt, dass der Zuschauer daran auch Spaß hat, wenn er sagt, ich gehe nicht explizit deswegen dahin. So jemand, der mega Pen-and-Paper-Fan ist, den kannst du alles vorlegen, der wird sagen, ich gucke das wegen dem Pen-and-Paper. Aber wenn man sagt, ey, ich finde die Jungs cool oder ich finde die Gruppe cool und ich möchte mal gucken, was die machen, dann musst du diese Person ja auch ansprechen. So, dann kannst du dem nicht Torchbearer vorlegen oder Shadowrun, also in der Originalfassung. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Unterschied. Du hast halt im Endeffekt zu Hause am Tisch hast du 2 Interessensgruppen, nenne ich mal. Du hast den Spielleiter und die Spieler und die sollen gemeinsam Spaß haben. Wenn du es aber plötzlich halt irgendwie on-air streamst oder halt irgendwo produzierst, für irgendwas produzierst, dann hast du plötzlich noch eine 3. Interessensgruppe, nämlich die Zuschauer. Das heißt, die müssen sowohl Interesse daran haben, die müssen Bock drauf haben, die müssen aber auch alles mitbekommen, müssen irgendwie es erklärt bekommen. Ja, und das ist nochmal eine zusätzliche, ganz schwierige Komponente. Also ich habe höchsten Respekt vor euch beiden auf jeden Fall, die das halt komplett on-air auch machen, weil das ist einfach eine super Herausforderung, die man dann halt nochmal on-top halt bekommt. Das denke ich auch. Gibt es da manchmal auch also jetzt eher bei den Fernsehmomenten, glaube ich, eine 3. Entität, sowas wie jetzt die Kirche oder Funk in dem Fall stellvertretend, die sagen, ja, aber also die Vorgaben macht, an die man sich anpassen muss und ist das leicht oder inwiefern muss man sich da einschränken? Also ich weiß nicht, es ist halt kreatives Arbeiten. Das weiß ich nicht, wie das bei dir ist so, aber bei mir ist, sobald man das einmal bei mir einschränkt, ist vorbei. Die Idee habe ich dann und ich will die Idee machen. So, und
Zum Beispiel weiß ich noch, der erste Teil von Good Times Island, den ich auch als eher schwächeren Teil, der zweite war total Hammer, da ist es super bergaufgang, war ein eher schwacher Teil. Und das lag auch daran, dass ich nicht so Bock hatte, weil ich eigentlich eine andere Idee hatte. Ich wollte ein PUBG-Ding spielen. Ich wollte, dass ihr PUBG spielt. Hätte ich gerne gemacht. Ihr solltet in die Welt rein. Genau, und das ist dann aus... Ey, Shotgun, wenn ihr das macht, PUBG, bin ich dabei. Und das ist halt aus diesen und jenen Gründen dann eben nicht geworden. Dann wurde halt gesagt, lass das mal nicht machen und so, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Weil PUBG ist eine geniale Idee als Rollenspiel. Ich dachte auch, das ist richtig geil. Ihr werdet da reingeworfen und dann passiert genau das. Aber es hätte halt NPCs gegeben. Halt Leute, die nicht wissen, was hier abgeht und so, ne? Die halt in diesen Häusern wohnen, die ihr da gerade plündert. Ach so. Ne, also teilweise, ne? Alle erschossen. Aber der Großteil wäre das gewesen, was euch erwartet. So, alle Leute könnten feindlich oder könnten nett sein, so. Und das war dann nämlich auch so, dass ich mich mit einer anderen Idee anfreunden musste und deswegen dann da saß und die ganze Zeit dachte, oh Mann, ey, PUBG wäre viel cooler gewesen. Ja, na gut, ja, aber wir hatten ja dann doch am Ende Spaß. Total, gerade der zweite Abend war der Hammer. Legendäre zweite Folge, das war auf jeden Fall... Die erste war auch nein, das ist so, ich kann das genau, ich verstehe genau, wie du es meinst und ich kann es auch so, manchmal kommt man rein, manchmal nicht, genau. Das kann an Details liegen, es kann aber auch an einem selbst liegen, es kann am... schlechten Aufstehen am Tag morgens irgendwie liegen, es kann am schlechten Essen liegen, es kann an tausend Sachen liegen. Ne? Und andere Mal ist, kommt Ede hier hin, ist todkrank und es läuft trotzdem. Ja, genau, gut, es läuft trotzdem richtig gut. Es ist halt schwierig. Gibt es als Spielleiter Regeln, um Powergaming vom Spielleiter zu vermeiden? Obwohl ich ja jetzt erstmal annehme, das ist ja eigentlich quasi, der Spielleiter ist ja immer Powergamer. Aber nur als Beispiel, damit man mal ein Beispiel hat. Ich will, habe ich dir schon mal erzählt, unbedingt ein Pen and Paper machen, wo ich zum Beispiel als Gott auftrete. oder als ein Gott eventuell. Ja, ich fände es einfach so geil, wenn ich mal der wäre, der die drei irgendwie terrorisieren kann. Das würde mir sehr gefallen. Aber ich müsste ja weiter, dann wäre ich dann Spielleiter oder Figur? Ich weiß es jetzt gar nicht. Du kannst auch eine Figur sein und es gibt noch einen Spielleiter. Und ich krieg diese Rechte dann. Ja. Naja, gut. Aber das ist die Frage generell. Was ist zu viel? Wo missbraucht man seine Macht? Ich glaube, man muss in gewisser Weise eine Kohärenz wahren. Also, es gibt immer so den schlimmsten Vorwurf, den man eigentlich einen Spielleiter machen kann, ist so die Willkür. Dieses, man macht jetzt irgendetwas, nur damit die Story in die Richtung geht, in die man sie gerne hätte. Oder irgendwie Gegner. Ein Blitz. Genau, richtig. Plötzlich, die Blitzkarte. Genau, plötzlich dreht sich das Wetter und der Himmel zieht sich so und du kriegst einen Blitz ab. Einfach so. Es war auch nur die Blitzkarte. Jeder Spieler hatte eine Blitzkarte und wenn eine Entscheidung fiel, die er für völlig willkürlich hat, durfte er die ausspielen, es musste was anderes geschehen. Okay, das ist nicht so schlecht. Dann dürfte man sagen, ey, nee, sorry, Alter, das ist ein Blitz. So, hier ist meine Blitzkarte. Das geht nicht. Das ist eine gute Idee. Aber das demotiviert eben alle sofort auf einmal. Weil derjenige, der irgendwie was Cooles machen wollte, der vielleicht auch irgendwie eine richtig geile Idee hatte, kriegt vom Spielleiter einfach so die Nein-Karte. Einfach so, nö, klappt nicht. Bam. Das ist halt eigentlich ein Totschlagargument. Ja. Sobald sich ein Spieler bestraft fühlt, ist, glaube ich, dieser Moment angekommen. Und jetzt, gerade so in den letzten 3-4 Jahren, gibt es halt ganz viele Spiele, die das wunderbar stark unterstützen. So die ganze Apocalypse World-Richtung. Das ist ein sehr einfaches System. Man würfelt 2 sechsseitige Würfel, packt ein Attribut drauf. Und wenn du die Probe vergeigst, dann kriegst du einen Erfahrungspunkt. Und das ist einer der großen Punkte, so, die deinen Charakter voranbringt. Du scheiterst und lernst dadurch. Genauso, ich glaube, bei einem Cthulhu-Hack, was immer, wenn du den Wurf vergeigst, kriegst du halt einen dieser 100er Punkte mehr. Ich weiß nicht, ob es im Originalregelwerk auch so ist. Nee, das kenne ich, aber das ist, glaube ich, nicht im Original so. Und ganz häufig gibt es jetzt gerade eine richtig, richtig coole Menge an schlau designten Spielen, die dich dafür belohnen, wenn du verrückte Sachen machst. Blades in the Dark macht das auch. Das ist so ein Peaky Blinders-Spiel. Peaky Blinders trifft es, glaube ich, ganz gut. Peaky Blinders trifft Dishonored. Blades in the Dark. Aha. Und wenn du da was versuchst, was unglaublich deprimiert ist, stimmt nicht, desperate ist auf Deutsch deprimiert, verzweifelt, dankeschön. Eine verzweifelte Situation hast, die du gerade versuchst zu lösen. So, du versuchst jetzt die 7 Meter runter auf diesen fahrenden Zug zu springen, dann kriegst du einen Erfahrungspunkt. Wichtig ist, dass er cool springt. Das sind die wirklich wichtigen. Das lernst du noch irgendwann. Ich glaube, ich bin da auch immer so ein bisschen Hardliner, weil für mich ist jede Regel existiert, um den Spielleiter einzuschränken. Und also das habe ich glaube, ich habe am Anfang mit zu vielen Powergamern gespielt. Ich habe halt wirklich am Anfang gedacht, so sind alle Spieler sind Dreckschweine. Verstehe, die haben nicht. Versucht zu verhindern, dass sie die Regeln kennen am besten. So. Deswegen war es am Anfang so, dass ihr die Regeln nicht lesen durftet. Ihr kanntet die Regeln nicht so richtig. Ihr wusstet, wie man Charakter erstellt. Also es war so, es gab das Tiers- und Beards-Regelwerk und die haben so eine abgespeckte Version bekommen, damit sie mir bloß nicht anfangen, mit irgendeiner Kacke zu kommen, was jetzt geht und was nicht geht. So. Weil eben für das Format eine Geschichte erzählt werden sollte. So, und für mich steht halt diese Story dann so krass im Vordergrund. Also ja, ich finde auch, ist halt schwierig. Man sollte das vermeiden mit Regeln, aber in der Regel ist es auch so, dass irgendwie. Ich finde, ein guter Spielleiter merkt ja selber, dass das gerade nicht funktioniert, weil die Stimmung kippt, wie ihr schon gesagt habt. Also kann ich nur zustimmen, dass halt, wenn ein Spieler sich bestraft fühlt oder das Gefühl hat, das ist Willkür, was jetzt gerade passiert. Gab es schon mal einen Rage Quit?
bei euch oder? Nee, bei euch. Ich meine, daran würde ich mich erinnern. Wahrscheinlich wäre ich es gewesen. Deswegen. Nee, aber jetzt bei Spielen, die ihr hattet, gab es schon mal jemanden, der wirklich sagt, okay, wisst ihr was, hier. Und dann raus. Ich hatte schon Spieler, die nur noch Scheiße machen, also die wirklich sich hinsetzen und einfach entscheiden, ich bin jetzt Egozentriker, für mich ist dieser Abend gelaufen so und das ist mir egal, ob die anderen das noch spielen wollen. Ich lege mich jetzt nackt vor den Drachen und versuche mir irgendwie eine Schlange ins Poloch zu stecken oder so. Ist halt ja, wirklich aber, so passiert. Ja gut, aber das ist ja, ich meine, das ist im Grunde ein Rage-Quit. Und der Drache grillt das ihn. Ist im Grunde ein Rage-Quit, ja. Aber ja. Das Problem ist, es entwertet halt die Situation für alle anderen am Tisch. Okay. So, wenn einer entscheidet, für mich war es das, und die anderen nehmen gerade, das war das Ende. So. Das war nach 5 Abenden, das war das Finale. So. Und dieser Spieler fühlte sich halt ungerecht behandelt und hat dann entschieden, ne, das war's jetzt so. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, ist mir jetzt scheißegal, ob es für euch eine ernste Geschichte ist. Ich bring das jetzt hier für mich alleine zu Ende. Mhm. So. Und das hatte ich schon. Ich habe jetzt nicht, dass jemand aufgestanden ist und gegangen ist. Es gibt immer mal ewige Tisch Diskussionen, umgeworfen. Dass jemand halt die ganze Zeit nur im Buch blättert, 10 Minuten nicht mehr mitspielt und dann kommt, hier steht's doch! So. Ja. Ich glaube, das ist das gleiche Verhältnis wie bei Ragequits mit Videospielen. Mhm. So, das geschieht ja nicht von Anfang an. So, du machst einen Fehler, kriegst einmal aufs Maul, dann sagst du nicht, ich habe keinen Bock mehr. Sondern es ist halt dieses Durchgehende. Und man merkt eigentlich schon, außer wie in allen Dingen, außer League of Legends, ja, natürlich. Ein Fehler. Ja, er kriegt die Mitte nicht. Man merkt eigentlich schon, wohin das Ganze führt. Und meistens kann man das schon beim allerersten Abend merken. Und dann sollte man halt sofort nach dem ersten Abend entscheiden, so machen wir das so weiter. Auch am besten mit einer abgespeckten Version von vielen Spielen anfangen, weil man sagt, hey, ich möchte vielleicht noch gar nicht so viel rein investieren. Vielleicht machen wir 5-mal einen ersten Abend von 5 verschiedenen Welten, 5 verschiedenen Systemen, 5 verschiedenen Spielleitungsstilen und haben dann die richtige gefunden. Mhm. Aber ich glaube, das ist super sinnvoll, mit vielen Gruppen zu machen, bis man halt genau an diesen Punkt kommt. Mhm. Sonst hat man dieses, einer klaut einen Dolch und entführt einen Adligen, statt irgendwie halbwegs einer vorgeschriebenen Storyline zu folgen. Und wenn die halt keinen Bock haben auf vorgeschriebene Storyline, sondern genau dieses Chaos, da muss man das halt einrichten. Das wirkt auf mich, als würde Roleplaying generell und Pen and Paper so ein bisschen die soziale Kompetenz erhöhen. Also weil man gezwungen wird, sich mit Menschen über einen langen Zeitraum, man unterhält sich, man diskutiert, man lernt Interesse und wenn es nur ist, zu heucheln für andere und wenn es auch nur fiktive Personen sind. Aber man hat Gespräche und irgendwie versucht man voranzukommen. Ja? Und was ist das Leben sonst, wenn nicht ein gigantisches Pen and Paper? Ich glaube tatsächlich wirklich, das, was du sagst, ist genau richtig. So gerade so das Thema Empathie und auch Improvisationstalent ein Stück weit ist, man braucht es nicht unbedingt, um Rollenspiel zu spielen und Rollenspiel zu leiten, aber das Rollenspiel fördert diese Eigenschaften in einem Menschen, zumindest als Spielleiter, denke ich, das ist zumindest bei mir persönlich so gewesen. Und das finde ich total positiv, weil dadurch entwickelt man sich auch selbst ein Stück weiter, man wird auch ein bisschen sicherer. Ich habe zum Beispiel durchs Rollenspiel einfach so gelernt, wie man präsentiert und wie man vor Menschen in Häkchen auch ein bisschen spricht. Das bedeutet, das hat mir auch im beruflichen Leben halt auch was gebracht. Ja. Also das überträgt sich so auch in andere Lebensgebiete. Das finde ich das Schöne. Es hat ja auch was von öffentlichem Reden. Das ist halt so ein kleiner Test unter Freunden. Ausprobieren. Genau, man ist plötzlich dran, die kleinen Scheinwerfer strahlen auf einen und man muss jetzt irgendwie irgendwas machen, ja, ob man jetzt lustig ist oder einfach perfekt schauspielert oder vielleicht auch einfach nur seriös ist oder gut spielt, das ist, sei einem jetzt dahingestellt, was man damit macht. Wie ist es denn, wenn ihr Spielleiter seid? Geht ihr viel in Rollen rein? Seid ihr da nüchterner oder zahlenbasiert, regelfokussiert oder was? Fangen wir doch mal bei euch beiden an. Ich glaube, das hängt ganz stark von der Runde ab. Also ich habe zum Beispiel eine Cthulhu-Runde, die sind eigentlich sehr, sehr rollenspielaffin, das heißt, die wollen tatsächlich mehr ihre Charaktere spielen, als irgendwie jetzt Regeln die ganze Zeit auszuwürfeln. Bei denen ist es tatsächlich so, dass ich schon versuche, immer aus den Charakteren heraus mit den Leuten zu sprechen. Das heißt, jeder NPC, mit dem zu sprechen, ist wirklich ein Charakter, den ich auch in dem Spreche synchronisiere, in dem Sinne. Und nur in ganz wenigen Ausnahmen sage ich, ja, okay, ihr erfahrt das und das. Sondern ich versuche das dann schon immer auszuspielen. Aber es gibt natürlich Runden, und auch gerade für Anfänger ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, gleich in so eine Rolle reinzusteigen und dann immer zu sagen, ich mache das, statt mein Charakter macht das und das. Das ist der größte Tipp. Uns teilweise echt schwer in den ersten Runden. Aber das wird halt mit der Zeit. Da muss man sich auch als Spielleiter, glaube ich, ein bisschen anpassen und auch ein bisschen das Pacing des Abenteuers mitnehmen. Wenn gerade eine Stelle wirklich super langweilig ist, die man einfach schnell überspringen will, dann macht man halt eher so, ja, ihr erfahrt das und das und das ist das, was hier rauskommt. Bei Cthulhu zum Beispiel gibt es einfach diesen Skill Bibliotheksnutzung. Das bedeutet, dein Charakter stellt sich in eine Bibliothek und untersucht Sachen oder durchsucht Bücher. Das kannst du einfach nicht interessant gestalten. Es gibt Leute, die das ausspielen. Ja, es gibt Leute, die finden das geil. Die sitzen dann da und spielen das aus. Die sind in dieser Bibliothek und gehen dann 5 Wochen dahin und gehen jeden Tag morgens, machen sich ein Toastbrot und gehen in die Bibliothek. Ja. Also ich habe in so einer Runde schon gespielt. Und ich saß da auch wirklich
Oh, ja, weil ich meine, das Knarre! Ist doch für alle anderen auch unglaublich frustrierend, so lange warten zu müssen. Aber es wollen ja alle. Wenn das alle wollen, wenn der Nils einmal anfängt. Es gab bei der RPC eine Gruppe, die ich getroffen habe. Die haben gerade beim Nebentisch gespielt. Und die haben mir erzählt, dass sie seit 5 Jahren bei DSA Bauern spielen. Also 3 waren Bauern, einer war ein Schmied, einer war, ich weiß nicht mehr was. Wir haben den Schmied bei uns immer gehabt. Und das war der Hammer. Die haben da halt drüber berichtet. Ich dachte erst, dass sie mich verarschen. Und die waren da halt komplett überzeugt von. Das war so deren Art von Spiel und haben sie halt erzählt, wie sie da die Ernte eingeholt haben und was sie da für Würfe gemacht haben. Und ich dachte mir auch so, ey, also wenn ihr darauf Bock habt, cool, das ist halt so wie der Landwirtschaftssimulator, wenn jemand Bock drauf hat, das ist so, Bock den Shit. Das aber ist halt Rollenspiel, man schlüpft halt in die Rolle, die man will und auch wenn die Welt... Ja. Also bei uns gab es auch diesen Schmied, dann waren die irgendwie in dieser Stadt, die Geschichte sollte anfangen, das war so eine Story um Entführung und so und er hat, ja, okay, ich gehe zum örtlichen Schmied, will mein Schwert reparieren lassen, geht dann hin, bringt diesen Schmied um, zwingt seine Frau, ihn zu heiraten und lebt da. Und die anderen erleben halt eine Geschichte. Und ich halt muss mich immer so, zurück zu dir. Und er so, ja, ich mach an dem Schwert weiter und dann bringe ich das zum Dorfplatz und schenke das dem Bürgermeister, sozial ein bisschen hochkommen. Und, und die anderen halt so, ja, weiß ich nicht, wir gehen jetzt in den Drachenhort. So, willst du mitkommen? Ja. Nee, ich mach doch eben das hier den Griff fertig. und so hat der halt 6 Stunden des Abends verbracht. So. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob ich das gut finde oder schlecht. Waren denn die anderen sauer? Also, oder ist es halt egal? Sauer. Es war halt, das klingt schon so ein bisschen nach dem Typen, so, der sich nackt vor den Drachen setzt. So ein bisschen. Wir waren halt zu 5 und die Person war komplett neu am Tisch. Und der war erfahrenerer Rollenspieler und hat halt so ein bisschen sich mit der Attitüde hingesetzt, ich kann das und ich mache, was ich will. So. Und die anderen waren halt noch verhältnismäßige Neulinge. Und dann war es natürlich so, dass wir, also ich fand es nicht schlimm als Spielleiter, aber ich hatte schon das Gefühl, ich muss jetzt halt 2 Runden betreuen. So, ne? Und ich fühlte mich von ihm so ein bisschen genötigt, weil ich war jetzt nur noch zu seiner, was ihr eben gesagt habt, das ist keine Wechselwirkung. Ich musste ihn bespaßen. Er wollte ein Schmied sein und ich musste ihm die ganze Zeit anliefern, dass er Spaß hat. Okay. Ich war nur noch User Interface. Ja. So, dann meinte er, ja, wer kommt denn jetzt in meinen Laden? So. Und ich so, ja, kommt gerade niemand. So. Ich meinte halt so, ey, sorry, Alter, es kommt halt nicht, alle 5 Minuten jemand rein. Du bist jetzt nicht schlagartig Millionär, du hast gerade den örtlichen Schmied umgebracht und seine Frau zwangsgeheiratet. So. Dauert ein bisschen, bis die Leute sich dann an dich gewöhnt haben. Unfassend. Ja. Und er so, ja, dann kann ich auch woanders spielen, wenn dich das stört, wenn ich ein bisschen improvisiere und so. Das wäre dann mein Rage-Quit-Moment, wo ich sage, lass die Tür. Und dann ich meinte auch so, ey, lass den Abend doch zu Ende bringen und dann kannst du nächstes Mal woanders spielen. Deswegen cool, so. Gibt es auch gerade ganz viele Spiele, die halt eine Mechanik schon eingebunden haben, wo die Spieler zusammenbleiben müssen, was ich mega smart finde. Weil Aufteilen von Gruppen kann in privaten Runden erstmal super gut funktionieren, wenn man sagt, alle haben Bock da drauf und es ist alles entspannt, dann geht das. In Twitch-Runden und YouTube-Runden und wo auch immer, vor Publikum-Stream-Runden, habe ich immer das Gefühl, wenn ich die Gruppe teile, dann müssen die gleiche Redeanteile haben. Mhm. Wir hatten eine Runde, da waren die halt in der Stadt und 2 sind so zu einem Vampir-Schlangentempel gegangen und der andere war halt in der Bar und hat mit dem Barkeeper getrunken, dessen bester Freund gerade gestorben ist. Mhm. Und das heißt, wir hatten halt immer so 15 Minuten Intervalle, wo ich dann immer gewechselt habe und das halt irgendwie gleichmäßig ausgleichen wollte. Und ich dachte echt so, nach einer Stunde so, hat mir das Herz gerast, ich war richtig fertig, damit ich die irgendwie wieder zusammenkriegen konnte. Und dann gibt es halt Spieler wie Torchbearer, die sagen, ja, wenn ihr euch auseinander entfernt so, die Gefahren bleiben trotzdem die gleichen, so, dann gehst halt drauf. Und dann wissen die Spieler halt, wir bleiben jetzt als Gruppe wahrscheinlich eher zusammen und auch bei ganz vielen anderen Spielen. Gleich noch viel mehr zu dem Thema auch Dynamik bei Spielern und Verhalten und wenn sie sich gegen den Spielleiter verbünden, was ja häufig der Fall ist, all das werden wir gleich bequatschen in der letzten Runde. Vorher aber noch mal kurz einmal den W werfen. Abgesetzt, ein Thema, vor dem wir hier flüchten bei Rocket Beans. Ja, ja, alle direkt so, zum kurzen Moment, ein Schlag setzt das Herz aus. War so früh, aber ich wollte mir doch noch ein Auto kaufen. Die Kinder brauchen Hosen. Nein, abgesetzt, beim Thema Spielleiter, wenn sich die Gruppe gegen euch verbündet, ist das schon passiert? Wie wehrt man sich? Kann man sich überhaupt wehren? Ich meine, man ist ja so ein bisschen auch Gott, ne? Man kann auf jeden Fall immer die Flut kommen lassen oder so, wenn es sein muss. Habt ihr da Erfahrung oder ist das eigentlich eine Gefahr, die nur im Kopf besteht? Ich glaube, so dieses gegen den Spielleiter verbünden ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber so dieses, okay, wir haben jetzt keinen Bock darauf, die Geschichte irgendwie zu verfolgen, sondern wir wollen jetzt X machen. Wir wollen jetzt lieber aber kollektiv, genau, kollektiv, wir wollen lieber kollektiv jetzt tatsächlich irgendwie den Bürgermeister umbringen und die ganze Stadt niederbrennen. Dann
Hab ich als Spieler davon gemacht, okay, machen wir es halt. Wenn ihr Bock drauf habt, also warum nicht? Wenn es euer Spaß ist, wenn das eure Vorstellung ist. Erntet, was ihr seht. Richtig. Ja. Und dann gibt es halt später, kommt dann vielleicht die Armee des Herzogs und jagt die Gruppe oder so. Ja. Daraus kann sich auch ganz neue Abenteuer entwickeln und ganz neue Möglichkeiten, um ihm als Spielleiter auch neue Geschichten zu entwickeln. Also das ist spannend, weil irgendwann würde ich mit euch auch gerne mal so eine Runde spielen, in der ich euch wirklich tun lasse, was ihr wollt. Weil das ist ja, was wir halt total doll machen, als super doll einschränken. Weil das mit dem Trennen, da war wirklich mein Albtraum. Weil das war die erste komplette Tiers-Staffel. Okay, ich gehe dahin. Ich muss so, oh nee, Alter, ey, bleib bitte bei denen. Ich habe keinen Bock, 4 Geschichten zu erzählen. Wir haben halt 4 Stunden, um eine Story zu erzählen. Ich kann jetzt nicht eine Stunde lang dich bespaßen, wie du auf dem Dach rumkletterst und die Gruppe beobachtest. Runterkletterst, ja. Ah, nee, Budi wollte immer hoch. Budi wollte immer hoch. Hab ich kurz angeguckt. Und von oben erstmal gucken. Das greift ja gerade wieder die Frage auf, von wegen, wie man mit der Gruppe kommuniziert, was man machen möchte. Aber ich finde den Aspekt von der Sandbox ziemlich gut, weil ich spiele jetzt seit 1,5 Jahren mit Freunden von mir Mutant Year Zero. Das ist einfach nur eine große Sandbox. Du hast eine Karte, man sagt, da ist dein Heimatsdorf in so einer mutierten, Fallout-ähnlichen Welt, wo alle Mutanten sind, kannst überall hingehen. Aber du kennst noch nichts von der Welt. Man hat halt so eine Karte geschenkt gekriegt, wo man so ein paar Anhaltspunkte hat. Und das ist ein unglaublich spannendes Spiel, weil nach einer Weile fühlen sich die Spieler wirklich, als würden sie das so langsam entdecken. Und man hat seine eigenen Punkte aufgeschrieben. Die können das in ihrer beliebigen Reihenfolge machen, einfach wie Fallout. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich versuche mich auch immer weiter von diesem Rote-Punkte-System zu entfernen. Man sagt jetzt, ihr kommt jetzt dahin und dann kommt ihr dahin und dann kommt ihr dahin und dann kommt ihr dahin. Und der Mittelweg davon hat sich perfekt herausgestellt für Twitch, YouTube und die ganzen anderen Sachen, wenn man es vor Zuschauern machen möchte. Mhm. Wenn man sagt, ihr habt jetzt diese Stadt und ihr habt in 3 Tagen steht die große Schlacht an. Bis dahin könnt ihr machen, was ihr wollt. Ah. Und es ist damit geendet, dass sie ein Artefaktboot plündern wollten, allerdings einen Körper gemacht haben, ein anderes Boot, das versenkt worden ist. Die sind schwer verletzt zur Garde gekommen, haben eine Rahal Manda losgelassen, er hat einen zufälligen magischen Effekt. Alle Gebäude, alles, was über 3 Meter groß war, wurde animiert, so ein bisschen Disney-mäßig, konnte alles singen, tanzen, sehen. Die ganze Stadt hat angefangen zu brennen, weil die Menschen Panik hatten und ihre Häuser abgefackelt haben. Und die sind dann halt irgendwie aus dem Knast rausgekommen dadurch. Und das kann ich halt nicht mit einem roten Faden machen. So. Wenn ich da einen roten Faden habe, die würden das halt zu Hanebüchen finden. Aber in dem Moment war das halt eine richtig reale Situation. Und man war als Spieler wirklich richtig tief in dieser Situation drin. Weil ich dieses Simulationsmäßige, so du musst jetzt wirklich 8 Stunden lang in deiner Rolle bleiben, das funktioniert sowieso nicht. Du bist in 8 Stunden, manchmal macht jemand einen blöden Scherz von wegen, du teilst die Wache durch. Oh nein, es sind jetzt 2 Wachen. So in dem Moment bist du komplett aus Shadowrun oder Call of Cthulhu raus. Ja. Aber wenn du diese kleinen Momente hast, wo du richtig immersiv in diesem Spiel drin bist, das ist viel mehr wert, als wenn man sagt, wir versuchen jetzt 7 Stunden hardcore rollenspielmäßig durchzupowern. Das ist so lustig, weil es halt so ein bisschen der Kontrast zu dem ist, was wir tun. Ne? Also ich muss schon ehrlich sagen, ich versuche meine Runden in die andere Richtung zu entwickeln. Wir versuchen immer mehr eine Karte zu haben, auf der gibt es Punkte, die können angesteuert werden. Das ist aber vor allem dem geschuldet, dass es mittlerweile so ist, dass fast immer einen definierten Zeitraum gibt, wie lang dieses Abenteuer gehen darf. Punkt. Es ist 1 oder 2 Abende. Das war's. Ja. Es gibt keinen dritten und es gibt nicht noch eine Stunde hinten dran oder so. Das Abenteuer ist 4 Stunden. Abzüglich der Werbepausen landen wir irgendwie so bei 3:53 oder so. Und so lang ist das Abenteuer. So, und die an dem Punkt sowas von Anfang an, also am Anfang war es noch schlimmer, bei Tiers mussten die Werbepausen passen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, und ich musste immer bei einer Umfrage landen zu einer Werbepause, weil es ging ja nicht anders. Da war dann immer die Abstimmung. Ich meine, plan das mal. Eine Geschichte, die halt halbwegs einen Spannungsbogen hat, funktioniert, ohne dass ihr euch super doll eingeschränkt fühlt. Das war bei Tiers auch noch krass. Da war halt echt jeder zweite Satz so, oh ja, jetzt darf ich wieder nicht. Und so, weil halt so war es ja auch oft. Ja. Ihr durftet halt nie. So. Da muss ich sagen, hat Florentin eigentlich bei Animal Squad einen ganz guten Mittelweg gefunden, weil der hat ja eigentlich eine sehr breite Fläche geboten, aber man hat auch schnell gemerkt, dass halt manche Zuschauer das halt nicht so mitnehmen. Manche Zuschauer wollen halt eher in Häkchen einen Film gucken oder lieber ein Buch lesen, also lieber einen festen Handlungsstrang folgen. Ja. Und da ist wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen Sachen, die man irgendwie streamt oder die man bei YouTube hochlädt und Sachen, die man privat macht. Weil bestes Beispiel bei uns auf dem Rocketsby, in der Pen Paper Taverne, gab es eine ganz große Runde, das war total in, dass fast alle Leute haben mitgespielt, die da waren. Es gab eine D&D-Runde, die hatten auch eine feste Welt. Und es gab mehrere Gruppen, die in dieser festen Welt agiert haben. Die waren gemeinsam in der Stadt, hatten da ihre Berufe und konnten dann aber auch aus der Stadt raus und konnten zum Beispiel Dungeon XY plündern. Und wenn Gruppe A diesen Dungeon geplündert hat, dann sind sie zurückgegangen ins Dorf. Und Gruppe B konnte das dann in der Zeitung lesen oder konnte dann die Sachen beim Shop kaufen, die geplündert haben. Okay. Quasi eine einzelne, eigene kohärente Welt, eine eigene kohärente Sandbox mit mehreren Gruppen und mehreren Dynamiken. Es hat super funktioniert, haben sehr viele Leute richtig Bock drauf gehabt, auch mit 3 oder 4 verschiedenen Meistern. Aber das ist halt schwer umzusetzen, wenn du es halt irgendwie in einem bestimmten Zeitraum und dann einen Spannungsbogen und so. Das ist halt schwierig. Aber das Jailhouse Boogie war mal so ausgelegt. Ja. Da sollte das so sein, dass die Verbrecher sind. Und Ian und du sollten doch die Cocaine Karate Cops sein. Also Typen, die
versuchen, dem Koks den Kampf anzusagen, aber Koks einfach zu geil finden. So, und war, halt durch die Nacht. Die halt dann diese Leute wieder einfangen müssen. Noch. Die müssen diese drei Leute wieder einfangen. Ja. Aber was ich ganz spannend fand, auch dieser Vergleich. Das können wir ja noch machen, eventuell. Das kann ja immer noch passieren. Immer noch sind die denn rausgekommen? Ja. Die sind rausgekommen. Ja. Siehst du, und ich finde halt zum Beispiel, wenn ich auch eure Runde gucke und wenn ich Florentins gucke, ist das für mich so spannend, weil das ist, was ich privat auch gucke. Ich kann das privat total gut gucken. Aber genau, was du sagst, unsere Runde ist casual. Die ist ausgelegt auf Leute, die nicht zwangsläufig per se ein Vergnügen daran empfinden, eine Pen-and-Paper-Runde zu sehen, sondern die sehen eine entertainende Geschichte mit den Protagonisten. Und ich bin natürlich, wie es immer ist, man sucht sich halt einen Unique Selling Point. Und mein Unique Selling Point seid ihr vier. So, ich habe halt vier starke Moderatoren am Tisch, die bekannte Persönlichkeiten sind. Und natürlich versuche ich, die am stärksten herauszuarbeiten. Und das tue ich halt, indem ich euch eine Story gebe, durch die ihr, die euch immer wieder was zum Spielen an die Hand gibt. Und nicht sagt, ihr müsst zusätzlich zu eurer Leistung als Moderator jetzt auch noch eine Geschichte erfinden nebenbei. Und das finde ich halt nämlich auch so spannend, weil das ist ja auch der Vergleich, der am häufigsten gezogen wird zwischen dem, was wir tun und was ihr tut, was Florentin tut und so. Und den finde ich legitim, weil das ist uns bewusst. Also das ist nicht so, dass ich dann da sitze und ich krieg's nicht hin. Oder Florentin da sitzt und sagt, Mann, oh Mann, wie macht der Hauke das? Sondern also das ist halt eine bewusste Entscheidung. Was ist natürlich auch ein Kritikpunkt, den du wahrscheinlich auch viel von professionellen in Häkchen Spielern halt kriegst, wenn die natürlich sagen so, oh, das ist ja viel zu railroady und warum lässt er nicht mehr die Leute machen? Aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen on-air und eben nicht on-air. Das war in der ersten Staffel noch krasser. Also da war das wirklich, das war die ersten zwei Abende, war der Chat 50% waren erfahrene Rollenspieler, die halt enttäuscht waren, weil die erwartet hatten, dass wir jetzt knallhartes Rollenspiel betreiben. So. Und ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wie wir damals überhaupt auf die Idee gekommen sind? Da hattest du nämlich einen Anteil. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ja. Soll ich es erzählen? Ja, erzähl du. Also wir hatten, es kam Deus Ex, ich glaube, das war Human Revolution, also das Reboot der Serie. Ja. Und da kam mir dann, da haben wir eine Sendung gemacht, die komplett das ganze Thema Sci-Fi und Cybertech und und Rollenspiel generell und Deus Ex, das Original und so, all das thematisiert hat. Und da sollte es einen Abschnitt geben, in dem es um Roleplay geht, um Pen Paper, weil da ja Shadowrun und so ein bisschen eigentlich dieses Rollenspiel, was man so von Computerspielen kennt, herkommt. Ja. Natürlich, klar. Und wenn man sich das anhört, was ihr so beschreibt, wie aufwendig es ist, eine reale, glaubwürdige Welt zu schaffen und die zu bevölkern auch noch, da bist du ja schon fast bei Spieleentwicklung. Ne? Das ist ein Videospiel. Das ist exakt so, auch mit Events und dann reist ja eine dahin, dann muss da was passieren, roter Faden, Trigger, da muss ja echt viel zusammenpassen. Und dadurch kamen wir dann auf die Idee, dass wir als Videomaterial mal ein bisschen wir saßen Runde an diesem spielen. Tisch und dann meintest du, glaube ich, mit als einer ersten so irgendwie, ist das geil, lass doch sowas mal machen. Ja, so. Wir wollten da quasi verschiedene Sachen ausprobieren, so auch in Sci-Fi-Filme reingehen und da über ein Video machen und das dann so ausfächern zu so einem riesigen Diorama-Aussendungen. Am Ende wurde es nicht so, aber immerhin rausgekommen, Pen und Paper. Ich glaube, die Sendung gibt es sogar, oder? Die haben wir released. Ja, das war die Deus Ex Human Revolution Sondersendung. Ja, die Sendung gibt das. Nee, das war für diesen Piloten. Ja, das war Game 2 Pilot damals. Genau, heißt, das ist eigentlich lustig, ne? Heißt Game 2, war aber nicht das heutige Game 2, sondern war von uns so eine Idee, Game 1. Wir waren damals nie zufrieden. Wir waren nie zufrieden. Irgendeinem Sender gepitcht. Auch wir wollten einfach immer noch was Neues draus machen. Ja, aus mit dem alten Prinzip, genau. Naja, Entschuldigung, kurz an euch, aber das war sehr interessant, weil so ist tatsächlich entstanden. Das Spannende ist, wir haben mal zwei Runden gespielt, die furchtbar waren. Beide furchtbar waren. Eigentlich, wobei, die erste war einfach Videomaterial, das war, boah, konntest du nicht senden. Und das zweite wurde geschnitten, 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 bis irgendwer das Material verloren hat. Das war echt krass. Und ich weiß noch, dass ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt 40 Minuten sind wir nicht aus dem ersten Haus, wo wir waren, rausgekommen. Das war weil alle irgendwie sich gestritten haben, wer jetzt dran ist, welche Schublade aufmachen darf. Ey, das ist aber mein Messer. Halt noch Kinder. Ey, das habe aber ich gefunden, egal. Wir waren auch noch Kinder in dem Abenteuer und das haben wir halt voll ausgespielt. Hat's nicht besser gemacht. Kinder in Abenteuern. Tales from the Loop. Großartig. Tales from the Loop. Richtig großartig. Ist so geil. Erzähl. Tales from the Loop, da spielst du Kinder in einem fantastischen Schweden oder im fantastischen Pittsburgh. Ist angehaucht von Stranger Things, wie heißt das kleine Alien mit dem Leuchtefinger? E.T. Und ich habe das mit Freunden von mir gespielt und es hat so gerockt und es macht nur Spaß und man hat halt genau dieses Gegenteil von diesem Holy Trinity, von dem ich eben meinte, auch neuere Rollenspiele. Du hast überhaupt nichts Episches, sondern hast eine kleine Geschichte, die deine Charaktere aber wahnsinnig stark beeinflussen können, was ich wunderschön finde, weil bei Shadowrun hast du Drachenschwinge und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Drachen, die sind so mächtig,
So, du weißt halt, du wirst immer nur so ein Futzel in der Welt bleiben. Und in diesem kleinen Universum bist du halt dann der Junge, der dafür gesorgt hat, dass der Nachtschatten, den der böse Doktor beschworen hat, halt wieder zurückkehrt. So, und du hast halt deinen kleinen persönlichen Sieg, was ich so schön finde. Ich mag das total gerne. Darum haben bei Tears vier absolute Vollidioten, die nichts gebacken gekriegt und die Welt gerettet. So. Weil ich das halt gut finde. Ich mag Leute, die nichts können. Ich hasse Magie, ich hasse übermächtige Technik, ich finde Waffenkacke und so. Ja. Die sollen gar nichts können. Ja. Die sind keine Helden. Das ist der erste Satz im Tears-Regelwerk. Du bist kein Held. Ja. Dungeons and Dragons ab der 10. Stufe. Ja. Das ist halt immer der Moment, wo es komplett eskaliert. Mhm. Eigentlich schon die dritte, wenn man es richtig spielt. Ja. Aber dann kann man es halt auch vergessen. High-Level-Roleplay funktioniert nur sehr, sehr selten. Oder muss halt eine Gruppe haben, die richtig Bock darauf hat. Weil dann bist du schon, du bist eigentlich so, so nah an Gott dran. Ne? Mhm. So, also es ist halt, wenn du spaltest jeden mit einem Augenzwinkern. Ja. So. Bei Numenera, da gibt es halt 6 Stufen. Die 6. erreichst du brachial schnell. So, das hast du vielleicht noch, weiß nicht, 6 Abende hinter dir. Und dann kannst du halt Berge versetzen in der Zeitreisen, die Dimensionen ändern. Und dein Krieger ist halt... Was willst, dann noch ja, was willst du da noch machen? Also man hat es selbst bei uns in unseren Runden gemerkt. Bei Beards war es so, dass Eddie halt einen Wert nur gut hatte. Alle haben in Erinnerung, dass er völlig overpowered war. Ja. Der war der letzte Trottel der Typ. Alles auf Axt. Der konnte halt nichts. Alles der also wenn er mit Leuten reden wollte, war es wirklich, ich will da nur holen. So, er konnte halt nichts. Der konnte keine Tür aufmachen. Das war wirklich, weil der komplett auf einen Wert geskillt. Das ist okay. Das war in dem Regelwerk so. Er hat ja auch die Aktionen, die er dann genau, die waren gut. Einen Skill gemacht hat, die haben auch funktioniert. Ja. Aber das mag ich halt. Ich mag das, wenn... was halbwegs realistisch ist. Also wenn die Leute irgendwie, die haben Stärken und Schwächen. Wir hatten ja am Anfang auch das mit den Vorteilen und Nachteilen und so. Und jemand kann in irgendwas sehr, sehr gut sein, aber dann kann er nicht in noch was sehr, sehr gut sein. Das ist, also ich habe zu euch ja damals auch gesagt, du bist halt, das sind für mich immer, weil die ersten Sachen, die Powerplayer in einfällen, sind immer so Militärarzt. So, ballern und schlau sein. So. Und ich denke dann immer so, ja, Kfz-Astronaut. So. Weißt du, so klar kennst du dich richtig gut mit Weltraumtechnik aus, aber auch mit Autos. So. Mhm. Und das ist halt so, da kannst du mich mit jagen mit solchen Charakteren. Es ist halt auch wieder die Frage, was hat man für ein Spotlight in der Geschichte? Bestes Beispiel bei Call of Cthulhu hat man halt meistens einen, der halt richtig gut aufs Maul hauen kann. Man hat einen Ermittler und einen, der sich gut mit Menschen auskennt. Und wenn man eine kleinere Gruppe hat, oder viele verschiedene Orte für Spotlights hat. Es ist voll in Ordnung, wenn ein Charakter 3 Sachen gut kann. Zum Beispiel, wenn ihr einen habt, der so richtig gut im Sport ist, dass er irgendwelche Wände hochklettern kann, der ist richtig gut im Kämpfen und er kennt sich mit Geschichte aus. Und hast du halt noch weitere Charaktere, wenn deine Thematik so viel hergibt. So, bei Beards, ihr habt ein Wikinger-Abenteuer, es ist relativ klar, was Wikinger machen. Es ist relativ klar, was man in der Postapokalypse macht. Ja. Das ist halt relativ fokussiert. Das ist halt cooler, wenn man einen Charakter hat, der genau weiß, was sein Spotlight ist. So, Oscar kann bei uns, also Snakes, der Meisterdieb, der kann klauen und der kann von hinten angreifen. Und das ist halt mega cool. Der hat seine Spotlights sind halt genau da. Er weiß, was er mit dem Charakter machen muss. Das ist auch so eine Frage wie Kohlschmann. Steht der zufällig mit dem Rücken zu mir? Nee, okay, ich gehe weiter. Genau das, aber das ist halt auch eine Frage, wie ikonisch designen man Charaktere, wie sehr sind die auf dem Archetyp geeicht. Darüber können wir uns auch nochmal Stunden unterhalten. Und da ist es wahnsinnig spannend, wie viel ein Charakter wirklich kann. Weil so kann man richtig starke Charaktere auch cool darstellen. Ja, das cool stimmt. Schön Schlusswort. Du hast es gerade gesagt, man könnte noch Stunden drüber reden. Wir würden auch noch gerne stundenlang lauschen. Leider gibt es aber auch hier eine Spielbeschränkung. Und zwar eine Stunde, die ist jetzt erreicht. Ich bedanke mich. Gerne noch mal wieder, Nils, ne? Kerkerkram. Guckt's euch an, mit Leuten, die ihr zum Teil auch schon kennt. Ja? Ja. Du bist heute hier auch noch länger. Man wird dich noch in anderen Rocket Beans-Produktionen sehen mit deinem Team. Danke auch für dich, Hauke. Da bin ich überrascht, weil du ja auch wenig Zeit hast. Du bist ja auch ständig beschäftigt. Ein bisschen Werbung für howtobeahero.de machen. howtobeahero.de. Tolles Projekt, schaut's euch mal an. Okay, Steffen, hast du gerade auch noch was, worüber du reden möchtest, Werbung machen möchtest, irgendeine private Website? Wie bitte? Teilzeithelden.de, alle Leute, die Bock haben auf Rollenspiel. Können sich ja mal ein bisschen durchlesen. Da haben wir doch alle jetzt was bekommen. Ich hab's noch nicht gehört. Außerdem simonkretschmer.de könnte auch. Hatte ich früher wirklich mal. Nein. Ich habe mir mal haugegerdes.de gesichert, weil ich dachte, wenn das einer googelt. Oh, dafür gehört mir jetzt FabFab als URL. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe diese App, als diese App URLs hinten kam, .app, ne, habe ich FabFab. So. Und ich habe This Awesome App und That Awesome App. Ich habe nur keine Awesome App, die ich da drauf packen kann. Aber noch das nicht. Kommt alles das noch. Alles. Das dann alles im nächsten Almost Daily Reich werden, Teil 3. bis dahin, danke. Ich freue mich auf die nächsten Sessions mit euch. Ne? Und vielleicht schaffen wir ja mal eine, vielleicht machen wir ja mal eine hochqualitative, professionelle Pen and Paper Runde mit euch. Und mit ein, zwei Hardcore-Gamern aus unserer Riege. Ey, voll. Ja, so gerne. Sehr gespannt. Ich würde gerne zum Beispiel sehen, wie ihr zusammen ein Abenteuer erschafft, was wir dann spielen müssen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir es auch schaffen, uns das nicht anzugucken, wie ihr das erschafft, sondern dass wir uns dann davon fernhalten. Und ich glaube, es wäre sehr spannend, mal mehrere Spielleiter zu haben. Ja. Und ich wäre gern Gott. Denk dran. Ja. Ja. Okay, habe ich jetzt alles in die Wege geleitet für die nächsten Monate Pen and Paper auf Rocket Beans. danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Das war's. Tschüss. Ciao.
Bye.